Herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, wie ihr wisst, heute ist Muttertag. Und wir machen so viel einen Kuchen für Mama. Ja, wir haben uns überlegt, dass wir für Mama einen Kuchen backen. Und die Mama darf nicht deinen Kuchen sehen. Und du darfst nicht deinen Kuchen sehen, Mama. Wir werden diese Torte backen oder zumindest wir werden versuchen, diese Torte zu backen. Also, für die Muttertag-Torte brauchen wir Mehl, Zucker, Kakao, Vanillepaste. Da brauchen wir tiefgefrorene Himbeere, Butter, Dekoration. Ist sehr wichtig, damit es schön ausschaut, weil vom Geschmack her wissen wir noch nicht. Dann brauchen wir noch Schokolade, Kuvertüre. Dann Schlagobers brauchen wir auch zweimal. Also ich glaube, 500, so viel. Also wir brauchen nur 300 Gramm, aber das war 250 nur. Mama, die Mama mollig. So, dann brauchen wir Gelatine, also... Blattgelatine. Dann brauchen wir Zucker. Das ist Salz. Oh, Entschuldigung, dann brauchen wir Salz, natürlich. Ups, danke. Dann brauche ich zwei. Aber. Richtig. Einmal griechische Joghurt. Richtig. Einmal frische Himbeeren. Richtig. Und weiche Butter. Habe ich schon gesagt. Und weiche Butter, falls ich es nicht gesagt habe. Oder mein Baby, lalalala. Wie ist meine Mausi? Bevor wir die Kinder einschlafen und alles zerstören, fangen wir lieber mit dem Kuchen an. Oder? Sagt ihr auch oder was sagt ihr denn? Ja, mehr Begeisterung. Gib mir den Schüssel, Michel. Große oder kleine? Ein großer Schüssel. Dann brauchen wir Eier. Hier. Dankeschön. Lara, kannst du die Eier reingeben? Warte, sollen wir sie aufschlagen? Darf ich auch? Du so reingeben? Nein, kann ich auch mal. Lass, jetzt reinschütten. Mach's auf. Das ist ein Muttertag-Kuchen. Könnt ihr mir helfen? Hast du Angst? Es kommt deine Küche raus. Aber ich kann nicht machen, weil die Lara ist jetzt... Sehr gut. Jetzt kommt der Zucker dazu. Muss mal kurz abwiegen. What? Papa. Warte. Ja, passt. Zucker? Kann ich Zucker reingeben? Sehr gut. Mein Handy braucht noch keinen Zucker. Komm, Laura, mehr. Brauchen wir das Ganze? Nein, nicht das Ganze. 50. Jetzt müssen wir 10 Minuten cremig aufschlagen. Achso, wir müssen umrühren. Na, mit dem Mixer, oder? Zu dem Teig müssen wir noch Vanillepaste reinmachen. Mach das auf. Kannst du? Ja, ich muss irgendwie. Ich mach's auf die Bär. Wait a minute, please. Wait a minute. Luisa, Luisa, aber nicht. Nein! Ups. Luisa, ja, ein Löffel. Okay, wer ist das? Genau! Mehr als ein Löffel? Slime. Ja, so Jörg hat Slime. Nein! Ich brauche das kleine. 50 Gramm mit dem Löffel, bitte. So viel? Ja, probier mal. Nein! Hier! Ups. Das sind eher 11, 10. Dann haben wir 23, 29. Bisschen noch. Noch. So, und jetzt brauchen wir. Lass den Teig in Ruhe. Und jetzt brauchen wir 15 Gramm Kakao. Also, wenn man 15 Gramm dazugeben würde, dann wäre es wie viel? 15 plus 50 sind 65. Nina, was machst du? Hey, du nimmst den ganzen Teig raus. Stimmt, 65. Na, bisschen noch. Aber 65, das ist ich mag Schokolade. Ich mag 3 Gramm noch. Ich mag Passt. Schokolade essen. Sehr gut. Eine halbe Teelöffel. Was machst du? Backpulver. Papa, der hat auch. Nimm das Ganze raus. Ich muss den Ei kurz wegtun, weil sonst nimmt die Luisa alles raus und schmiert. Uns alle. Und Bär. Wie soll die Hälfte? Ich weiß nicht. Hau rein, ist wurscht.
So, wir müssen jetzt die Masse einmal richtig mischen. Machst du das bitte? Hoppala, Schüssel musst du auch schon halten. Ja. Die Luisa darf auch ein bisschen, weil sonst... Sonst macht sie gar nichts lang. Du kriegst dann wieder. Ja, genau. Wie ein Bäckermeister. Lass du es fester drauf holen. Vorsichtig unterheben. Schau, schau mal. Nein, nicht mit der Hand, ich werd's deppert. Oh no! Wo ist denn Dings? Wo ist das? Was? Spatula. Soll. Wer hat uns die Spatula gestohlen? Hallo, Spatula! Ja. Lara! Warum denk ich nicht rühren? Was ist das? Was macht ihr im Mehlschlag? Habt ihr dann mal so Mehl zu backen? Dein armes Handy. Nee, ich hab's probiert. Ich glaube, ich bin fertig mit Unterheben. Der Meister muss prüfen. So, und jetzt müssen wir laut beschreiben. Wo ist dein Handy? Komm, ich muss es lesen. Das sind Effekte. Aber bevor wir die ganze Masse reingeben, tun wir ein bisschen einfetten, weil sonst klebt alles drauf. Und dann haben wir mehr Arbeit, als es nötig ist. Ist das gut so? Schokolade mag ich essen. Das schaut etwas weniger aus. Oh yeah. Unser Boden schaut so aus, ich glaube, es ist nichts geworden. Es ist ziemlich dünn, den Rand ist verbrannt. Und Papa, warum schaut es so braun aus? Papa, und was sollen wir jetzt machen? Ich muss noch weiter lesen. Ja, machen wir es auf. Schauen wir mal, wie das aussieht. Oh. Was ist das? Oh mein Gott! Ein Cookie. So, wir müssen jetzt die Himbeere in Wasser ein bisschen kücheln. Und dann? Das ist so kompliziert! 320, das passt schon so. Dann brauchen wir noch 40 Gramm Zucker. Der Zucker ist dort. Ja? Ja. Mehr? Mhm. So? Mhm. Soda! Was? Die hintere durch Rinnhasib streichen. Hasenstreich. Ich mag ein Blume essen. Warte mal kurz, ich verstehe nicht mehr, was ihr da mit meint. Ich weiß nicht, gib alles so rein. Das schaut wie Blut aus. Ich mag kein Blut trinken. Ich glaube, da haben wir wieder was Falsches gemacht, oder? Wir müssen das fertig machen. Aber wie? Lara! Lara! Michelle! Ja, dann will ich auch lecken. Michelle! Das schaut wie eine Gehirnmasse aus. Das brauchen wir nicht mehr. Halt dich ruhig. Mach, mach! So. Ah, ich habe mich verletzt! Lala. Währenddessen die Gelatine in kaltem Wasser einweichen, ausdrücken und im heißen Himbeerpüree auflösen. Abkühlen lassen. Schnell. Wie viele? 8, oder? So, warte kurz. Einmal 8 haben wir gesagt. Machen wir alle 12, ist wurscht, oder? Nein, 8 Platz. Mama, was machen wir mit den anderen 4? 1. 2. 3. Machen wir alle. 11. Das will man wahrscheinlich eh nicht daraus schmecken. Also ausdrücken und den heißen Himbeerpüree ausfüllen. Das ist nicht heiß. Es ist wurscht. Na ja, denke mir auch. Wir nehmen das auseinander hier. Oh Gott! Nee. Papa, lass mich das machen. Ich habe kleine Hände. Du ziehst von einer Seite und ich von einer anderen Seite. Weh, komm. Weißt du, was ich mache? Ich tue noch ein bisschen auf den Herd schmeißen. Okay. So, jetzt brauchen wir... Kaka. Wir machen einen Kuchen und nicht einen Kaka-Kuchen. Das ist doch lecker. So, jetzt musst du, Lara, diese Joghurt... Da reingeben. Na, richtig. Lass mal das fertig machen.
Jetzt brauchen wir 90 Gramm Zucker. Gibst du Zucker rein, Michel? Mehr. Vanillepaste. Muss man auch noch dazu geben. Ah. Auch eine Teelöffel. Das abgekühlte Himbeerpüree und der Rüben. Kann ich das machen? Keinen Löffel lecken. Nein, du kannst keinen Löffel lecken. Madagaskar. Lara, hör auf. Jetzt muss man mal kurz. Darf ich das Löffel lecken? Warte! Darf ich das lecken? Lecke diese Löffel, bitte! Was ist Püree? Ist das Rest? Oder das? Ich will mal sagen, wir geben es rein, oder? Ja. War lecker. Was haben wir alle drin jetzt? Luisa, Lara. Ich bin kein Luisa. Ja, aber bitte. Du bist kein Luisa, aber du bist ein Stritzi. Sahne steif schlagen und unter die Joghurt-Himbeermasse ziehen. Wie soll ich unter die? Ja, vielleicht so ziehen, aber ich verstehe gar nichts. Ich verstehe auch nicht. So, Lara, du gibst bitte den Schlagoberst rein. Aber wir geben nur 250, falls wir den kaputt machen, da haben wir noch einen Becher. Wir brauchen jetzt, wo ist die Bohrmaschine? Meine Bohrmaschine. Kann ich das bitte machen? Warte kurz. Das gibt's hier links und rechts, oder was? Das machen, Papa. Woher weiß ich, wann es steif ist? Aber das ist mit Zuckerblatt. Ist das steif genug? Lecker. Es gibt auch einen Knopf, der heißt Turbo. Leute, ich glaube, das ist schon cremig genug. Schaut so aus. Können wir alle Durchfall? Also mit dem. Kann ich mischen, Papa? Du spritzt alles an. Oh What? Gott, wie schaut denn das aus? Diese verbrannte Frisbee. Ha! Schaut ja, wie dick er ist. Und den muss ich in der Mitte halbieren. Ich will mal sagen, wir legen mal ihn dann drauf. Direkt so, oder? Und das legen wir noch drauf, oder? Kann ich ein Blumen essen, Papa? Um Gottes Willen, wie geht denn das? Gibt es keine Beschreibung dafür? Na, lieb. Papa, gib mir her. So? das ist zu kompliziert. Lara. Kann man nicht eine Torte kaufen? Weiche Butter, was haben wir mit dem Butter haben wir bis jetzt nichts getan? Das heißt, wir gießen das jetzt drüber, oder? Okay. Lecker! Und dann? Das ist der Kuchen. Du bist ein Butter. Ah, danke, Lara. Warum ist das so verschwitzt? Ah, von der Farbe schaut schon köstlich aus, muss man schon sagen. Die frische Himbeere auf den Mousse verteilen. Auf welchen Mousse? Auf den da. Das ist doch der Mousse. Das ist der Mousse, aber das ist ja flüssig. Und was war der andere? Keine Ahnung. Brei. Brei. Was machst du hier? Ich muss den Mousse. Deliziös. Leer alles drüber. Yes. Nein, oder? Doch. Muss die Torte so sein, so wackelig? Nein, oder? Mhm. Kann ich auch noch was? Mach auf. Schmeckt es auch? Wir vergiften die Mama mit diesem Kuchen. Wir könnten, aber wir legen das doch so am Rand. So am Rand? Okay. Dann wieder runter. So, meine Lieben, wir haben die Torte über Nacht abkühlen lassen. Jetzt ist unsere Torte fertig. Ist bereit. Von oben schaut eigentlich sehr gut aus. Ich zeige euch, wie die Torte aussieht. Es also bleibt eigentlich drinnen, also fällt die dann mal auseinander. Oh ja, eine Himbeere, ich noch zweite Himbeere. Dann machen wir lieber mal auf, oder? Ja. Schauen wir mal, wie das aussieht. Bin gespannt. Habt ihr Angst? Na, bist du nass? Warum ist die so dünn? Warum ist der so klein? Klein, aber fein. Klein, aber lecker. Aber schaut euch mal den Boden an, also so dünn kriegt keiner. Aber das sieht auch so ein bisschen verbrannt aus. Ja, ruf mal die Mama. Mama! Koste, koste! Hallo, meine Lieben. Ich will auch kochen. Ja. Ich will auch kosten. Ich will auch kosten. Ach, zuerst die Mama. Wenn die Mama noch weiterlebt, dann ist sie mal beurteilen, die Torte. Ja. Also, sie schaut wunderschön aus. Aber du musst erst das Schwarze berühren. Das Schwarze? Was ist das? Habt ihr das angebrannt? Von außen, aber nicht von innen. Okay. Ein dezentes Stückchen. Ja, halt für kleine Hunger. Wir sind gespannt, beziehungsweise ich brauche jetzt aber echt viel Gelatine rein. Stand 8, Gelatine, ich habe 12 reingegeben. Wirklich? Das ist eine Haribo-Torte. Ist.
dieses Gummizeug, diese Gelatine hat sich nicht so gut verteilt, oder? Doch. Es ist gut. Habt ihr gut gemacht. Danke. Papa? Hm? Was sagt der Profi? Backmeister? Also dieser obere Teil ist zu schmeißen. Fühlt sich an wie... Ein Haribo, oder? Wie Sulze. Mhm. Wie schmeckt? Ja, Mama. Es schmeckt okay. Aber ist nicht schön. Die Lara isst die ganzen Himbeeren. Lara, du lass die Torte nackert. Das ist doch meine Torte. Das ist nicht Michels da. So, Mama, wie hat dir die Torte geschmeckt? Gib uns eine Torte. Alle Kinder mir anschauen. Sehr lecker. Ja. Rote. Sagen wir mal, weil ich euch kenne und ich euch mag und so weiter. Für die Mühe. Für die Mühe und nein, weil ich euch sehr lieb habe und wie meine Kinder sein. Eine 2 plus. Ja, ist schon mal akzeptabel, oder? Ja. Vielleicht nächstes Jahr wird es eine 1. Ihr müsst noch ein paar Mal üben. Oh. Was mit einer 1 plus? Naja, so viel von seid ihr noch entfernt. Ja, aber die Mühe zählt und ich finde das wirklich sehr süß. Also, wenn euch die Torte gefällt, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Oh, süß. Wir haben eine gute Arbeit geleistet. Ja, also, abonnieren nicht vergessen. Daumen nach oben. Glocke einschalten. Und danke fürs Zuschauen. Yeah!